Und damit wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Grey Matter. Falls jetzt irgendwie was anderes sein sollte, ich weiß es gerade nicht. ich habe jetzt mir noch ich habe ja meine Videos mal mit DxStory aufgenommen. Und weil ich halt die Einstellungen da ein bisschen besser finde. Ich habe jetzt aber mal trotzdem mir noch Fraps sozusagen organisiert, gekauft und ja, ich probiere es jetzt einfach mal gerade mit Fraps aus. Ich würde ja halt gerne mal wissen, weil ich DxStory dann für andere Sachen wiederum nutzen würde und Fraps halt für die ganz normalen Let's Plays, so wie das hier zum Beispiel. So, gut, zurück zum Spiel. Wir wollten, was wollten wir eigentlich? Wir wollten zum Zauberladen nochmal gehen. Nicht wahr? Weil wir ja noch so ein paar Sachen brauchen für unser nicht. Mein Gott, das ist gerade mal ein Tag her. Oder zwei Tage. Und ich habe schon wieder alles vergessen. Ja gut, gucken wir einfach mal. So, wo ist denn der? Ne, hier ist er ja gar nicht. Moment. Bin ich jetzt falsch gelaufen? Die ersten Experimente mit elektronischen Zufallsgeneratoren war, dass man... Oh ja, wurde 1959 in... Hallo, Mephistopheles. Miss Everett. Freut mich, dass Sie mir einen Besuch abstatten. Immer wieder sehr gerne. Oh, ich kann dich ja nochmal ansprechen. Was sagst du denn diesmal, mein Freund? Ich muss mit Ihnen über etwas reden. Gerne. Ereignisse... Oh, das ist ja neu. Ereignisse auf dem Campus. Ich muss mit Ihnen über eine Sache reden, die etwas mit meinem Arbeitgeber Dr. Stiles zu tun hat. Ja? Er führt im Keller des Dreadhill-Anwesens ein Experiment durch. 6 Studenten nehmen daran teil und visualisieren Sportübungen. Die ganze Sache wirkte auf den ersten Blick harmlos, aber dann wurde es immer merkwürdiger. Und im Becken habe ich keinerlei Farbrückstände gefunden, nicht mal in den Filtern. Wobei mich der Vorfall in der Schwimmhalle gar nicht so sehr beschäftigt. Die Laufbahn ist es, die mir Kopfzerbrechen bereitet. Ja. Als alter Rätselfreund finde ich die Sache mit der Laufbahn auch äußerst faszinierend. Aber es handelt sich dabei gar nicht einfach nur um ein Rätsel. Ich weiß genau, was los ist. Hier zieht jemand eine meisterhafte Inszenierung durch, um in den Daedalus-Club aufgenommen zu werden. Ganz offensichtlich steckt ein Zauberer dahinter. Der Wind auf der Laufbahn und der Umriss im Wasser, das waren klassische Ablenkungsmanöver, um die Aufmerksamkeit der Zeugen zu erlangen, während die Linien gemalt und das Wasser gefärbt wurde. Das wäre die logische Schlussfolgerung, ja. Leider ist Dr. Stiles das perfekte Opfer. Er lebt sehr zurückgezogen und seine veröffentlichten Artikel lassen darauf schließen, dass er einen Hang zum Übersinnlichen hat. Wenn es mir sogar gelungen ist, eine Kopie des Experimentplans in die Finger zu kriegen, dann schafft das jeder. Und diese Person nutzt diesen Plan, um die Streicher auszuhacken. Wenn das wirklich eine meisterhafte Inszenierung ist, dann ist sie ziemlich originell. Um nicht zu sagen, brillant. Ja, wahrscheinlich ist es brillant. Brillant und entsetzlich. Wissen Sie, ob irgendjemand zurzeit eine meisterhafte Inszenierung plant? Vielleicht jemand mit Verbindungen nach Oxford? Sie kennen doch bestimmt alle Zauberer hier in der Gegend. Ach, meine Liebe, der Club hat so viele Mitglieder aus aller Herren Länder. Irgendeine meisterhafte Inszenierung ist immer am Laufen. Aber ich habe da eine Theorie. Sie selbst ziehen diese meisterhafte Inszenierung durch. Und dass Sie mir davon erzählen, ist Ihre Art, den Daedalus-Club darüber in Kenntnis zu setzen. Nein, das ist nicht meine Inszenierung. Schade. Die Theorie hat mir gefallen. Aber sind Sie sich denn nicht darüber im Klaren, dass Menschen Schaden nehmen könnten? Dr. Stiles zum Beispiel, aber auch Studenten. Die Zeugen der Vorfälle wurden fast zu Tode erschreckt. Oh, aber erschreckt zu werden kann ganz schön aufregend sein. Dann hat man etwas, wovon man im Alter erzählen kann. Auf jeden Fall klingt das alles für mich nicht so, als hätte jemand ernsthaft Schaden genommen. Zumindest noch nicht. Wenn das wirklich nicht Ihre meisterhafte Inszenierung ist, dann behalten Sie die anderen Studenten im Auge, die an dem Experiment teilnehmen. Sie wissen doch, schwarze Schafe gibt es in den besten Familien. Natürlich, das ist es. Sie haben recht. Einer von Ihnen muss dahinter stecken. Danke. Okay.
Also sollen wir jetzt unsere Studenten beschatten sozusagen, ja? Na gut. Okay, ich gucke mal trotzdem hier noch rein, ob wir noch irgendwas hier mitnehmen können. Blitzpulverfalle. Blitzpulver. Achso, ja, Moment. Warte mal. Okay, hier ist nichts weiter. Wäre natürlich interessant, wenn wirklich jemand dem Dr. Stiles da schaden möchte und dann ihm sozusagen sein eigenes Experiment als gegen ihn zu richten, dass er daran schuld ist, das wäre schon ziemlich böse. Was haben wir denn hier? Hilferuf Krachmacher. Dieses Gerät erzeugt einen Hilfeschrei, wenn man den Knopf... Aha, okay. Nehmen wir auch mit. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, von den Leuten, die da sind... Gut, außer der Linkbeller-Typ, ne? Telefonspion. Auch mitgenommen. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Der Assistent von dem Linkbeller, der scheint ja nicht ganz so, die Wahrheit erzählt zu haben. Okay. Also der wäre auf jeden Fall interessant. Ich möchte bezahlen. Ah ja, wir müssen, natürlich. Bitte sehr. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Schönen Tag noch. Wiedersehen. So, das heißt aber, wir wollten ja noch eigentlich rausfinden, wo wir, oder wo Drehorte von Harry Potter, ne, gemacht wurden. Und, ja, so richtig, ehrlich gesagt, weiß ich das auch noch nicht. Wobei ich da eine Idee hätte, aber ich weiß nicht. Wie wäre es mit der... bevor ich hier mir überall was angucke, ich probiere es mal in der Bibliothek. Vielleicht könnte man da ja was rausfinden. Aber ja, ich mache mir eigentlich wenig Hoffnung. War das hier? Ja, ne? Jo. Ja, immer noch leer. Also die Bibliothek ist hier nicht gerade sehr, sehr stark besucht. Achso, jetzt muss ich hier das... Ja, muss ich. Mein Studentenausweis. Da. Zack. Ah ja. So, ich denke mal, nee, die Bücher werden wir wahrscheinlich... Komm, wir fragen einfach mal die hier. Bibliothekarin. Die Frage mag Ihnen komisch vorkommen, aber wissen Sie vielleicht von einem Ort in Oxford namens Hogwarts? Schule für Hexerei und Zauberei? In der Tat, eine komische Frage. Hogwarts ist eine fiktive Schule aus den Harry Potter Romanen. Ich verstehe. Nicht gut. Die Filme zu den Romanen wurden an mehreren Orten hier in Oxford gedreht. Wirklich? Wo? Unterschiedlich. Die Szenen im Hogwarts-Speisesaal wurden zum Beispiel im Speisesaal des Christchurch College gedreht. Wow, Sie haben mir sehr geholfen, danke. Ich tue mein Bestes. Ja klar, okay, also war der Gedanke mit der Bibliothek dann total richtig gewesen? Ich dachte eigentlich eher, ich muss irgendwo jemanden finden, der mir das rein zufällig sagt. Aber ja klar, Bibliothek, Information, Okay, hätte ich auch von alleine drauf kommen können. Christchurch, ja, wollen wir da erstmal hingehen? Ja, komm, wir gehen da erstmal hin. Hier war doch irgendwo hier. Der Speisesaal hat heute geschlossen. Scheinbar wegen Restaurierungsarbeiten an den Gemälden. Könnte sein, dass ich das Rätsel morgen erst beenden kann. Ach so. Ja, schade. Christchurch. Oder wir kommen da irgendwie anders rein? Manchmal ist der dumm. Aber hier war ja auch nichts, ne, gewesen. Ach, guck mal hier. Die Angela. Was macht die da? Die ist schon ein bisschen strange, ne? Hi, Angela. Sam,
Du kennst die Kathedrale auch? Oh ja, ist ein schönes, ruhiges Plätzchen. Es ist wunderschön hier. Ich komme oft hierher. Oh, kam richtig viel, Dr. Stiles. Als ich dir zum ersten Mal von dem Experiment erzählt habe, hatte ich den Eindruck, dass du Dr. Stiles kennst. Jeder kennt ihn. Aber die meisten Leute halten die Gerüchte über ihn für wahr. Dich scheint das aber nicht gekümmert zu haben. Nein. Ich habe nie schlecht über Dr. Stiles gedacht. Ich habe ihn mal die Straße entlang gehen sehen. Da dachte ich mir, dass er so traurig und gut aussieht. Ich habe jemanden gefragt, wer das ist, und die Person sagte, das ist Dr. Stiles, der berühmte Neurobiologe. War das vor dem Unfall? Nein, danach. Und das war alles, was du damals über ihn gewusst hast? Mir war einfach klar, dass die Gerüchte nicht stimmen können. Aha. Schon ein bisschen komisch, ne? Weil die nette Omi, ich hab jetzt gerade den Namen vergessen, hat ja gesagt eigentlich, dass der Stiles gar nicht mehr in der Öffentlichkeit war, ne? Seit dem Unfall. Dass der nur noch zurückgezogen lebt. Komisch, ja, ich hinterfrage jetzt hier alles, was da. Jeder könnte der Täter sein. Magie. Neulich hat mir jemand einen ziemlich coolen Trick vorgeführt. Kennst du dich mit Magie aus? Magie? Tricks mit Karten und Bechern, Illusionszauber, solche Sachen. Nein, das ist doch albern. Wie meinst du das? Ich mag echte Magie. Ein Sommernachtstraum zum Beispiel. Sollte man als Literaturstudentin kennen. Klar, Shakespeare gefällt mir. Aber ich stehe mehr auf viktorianische Literatur. Wie auch immer, das sind ja alles nur erfundene Geschichten, Angela. Ist übrigens echt komisch. Ich habe ja auch englische Literatur studiert, bevor ich zur Krankenpflege gewechselt habe. Ich habe ein paar meiner alten Professoren nach dir gefragt, aber sie kennen dich gar nicht. Oh, oh. Ach, weißt du, ich bin ja noch nicht lange hier und halte mich eher ein bisschen zurück. Ich sitze ziemlich weit hinten. Ja, daran wird's wohl liegen. Sam ist nicht verlegen, immer eine kleine Ausrede parat zu haben. Die Kathedrale. Warum magst du die Kathedrale so gern? Es ist die Feenkathedrale. Feen? Naja, in der Kirche von England spielen Feen nicht gerade eine große Rolle. Gleich da oben ist auch eine. Das ist ein Engel. Nein, eine Fee. Okay. Okay. Wo denn? Also, ich weiß ja nicht, aber Kathedralen, Kirchen und so weiter, die haben doch Engel, ne? Eigentlich als Symbol. Und nicht Feen. Na gut, sie ist halt ein bisschen anders. Was machst du da? Was machst du denn da? Ich fertige eine Kopie des Fensters an. Hey, sieht gut aus. Ganz schön komplizierte Schnitte. Wo hast du das gelernt? Auf meiner Insel fertigte man schon immer Papierfiguren an. Mein Vater hat es mir beigebracht. Diese Insel scheint ja echt ein nettes Fleckchen zu sein. Kannst froh sein. Magst du die Papierfigur haben? Aber Angela, du hast da so viel Arbeit reingesteckt. Es entspannt mich und ich habe viele davon. Sicher? Vielen Dank. Kommt nicht oft vor, dass Leute mir etwas schenken. Danke. Sam, arbeitest du für Dr. Stiles? Harvey hat das gesagt. Ja, ich wohne auf dem Dread Hill Anwesen. In dem Haus? Das ist keine gute Idee, Sam. Warum denn? Es gibt den Leuten Grund zum Reden. Ist mir egal. Ich bin seine Assistentin und das ist alles. Wie bist du denn an den Job rangekommen? Er hat jemanden gesucht und der Studentendienst hat mich geschickt. Ist echt keine große Sache, Angela. Ich weiß, ich... Ist halt nicht ganz ungefährlich. Ich meine, mit dem Ruf, den Dr. Stiles hat und alles. Ich hoffe für dich, dass alles gut geht. Danke. Sam, würde es dir was ausmachen, mich allein zu lassen? Ich muss über ein paar Unisachen nachdenken. Klar, ich wollte dich auch gar nicht stören. Wir sehen uns später auf dem Campus. Gut, bis dann. Aha, was machst du da? Ich denk mal... Nochmal? Was machst du denn da? Ich fertige eine Kopie des Fensters. Hey, oh. Sieht gut auf meiner Insel. Diese Insel... Magst du die Papier... Aber Angel... Es erzählt... Okay. Oh, ich muss das alles durchklicken. Sam... Ja, in dem... Ja, ja, es ja, ist... Ja. Wie er hat... Ich danke. Sam... Klar. Gut. Sorry. So, jetzt haben wir es aber. So.
Ich wollte aber mal gucken, ob es da irgendwo... Ja, aber also die Angela, ich weiß auch nicht, die ist irgendwie echt merkwürdig. Ist die verliebt in den Dr. Stiles oder was? Oder ich weiß es nicht. Sie ist halt sehr merkwürdig. Also, ja. Ich würde sie nicht ganz ausschließen in meiner verdächtigen Rolle. Wenn ich eigentlich ausschließen könnte, wäre hier da die Tussi da, ne? Die ist eigentlich, ja, weiß auch nicht. Da kann ich den Grund. Aber wir können ja der ganzen Sache mal auf den Grund gehen. Und vielleicht können wir jetzt mehr machen. In der Uni. Ich kann ja auch direkt über die Karte gehen. Hier in St. Edmund Hall. Ja. Vielleicht können wir da jetzt ein bisschen mehr machen als vorhin. Weil wir jetzt sozusagen den Tipp vom Mephistopheles haben. Gucken, kann ich, mit dem kann ich immer noch nicht sprechen. Okay, jo, dann gehen wir mal da nach oben.